Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl. Wie lang wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert, aber wer sieht's denn? Wenn's einer sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich. Und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Erst 9:45? Mir kommt vor, ich sitze schon 3 Stunden in dem Konzert. Bin's halt nicht gewohnt. Was ist es denn eigentlich? Ich muss das Programm anschauen. Ja, richtig, Oratorium. Ich habe gemeint Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Wenn ich wenigstens einen Exit hätte. Also Geduld, Geduld. Auch Oratorien nehmen ein End. Vielleicht ist es sehr schön und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen? Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen, hätte ich die Karte lieber dem Benedikt geschenkt. Dem machen solche Sachen Spaß. Er spielt ja selber Violine. Aber da wäre der Kopetzki beleidigt gewesen. Es war ja sehr lieb von ihm. Wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzki. Der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Mindestens 100 Jungfrauen. Alle schwarz gekleidet. Wie soll ich sie da herausfinden? Weil sie mitsingt, hat er auch das Billet gehabt, der Kopetzki. Warum ist er denn nicht selber gegangen?